Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, falsche Taste, ich habe mich wieder falsch dran gewöhnt, zu einem wunderbaren Spiel und zwar Watch Dogs. Ich hatte gerade eben eine kleine Testaufnahme, um meinen Sound richtig einzustellen, sonst was, ich hoffe, der ist jetzt sogar leise genug. Dabei war es so, dass der Ladebildschirm einfach viel zu... Ey, ich will deinen Wagen! So, dass der Ladebildschirm einfach... Der haut einfach weiter mit dem Wagen ab. Okay, okay. Warte, stopp. Ruf nicht an. Nicht anrufen. Gut, gut, gut gemacht. So. Und zwar, ich muss erstmal gucken, wo ich genau hin muss. Ah, das ist ein geiler Wagen. Ich bleibe erstmal bei meinem Motorrad. So, und zwar habe ich in dieser Testaufnahme, hat der Ladebildschirm ein bisschen länger gedauert und dabei wurde ich irgendwie schon festgenommen. Frag mich nicht wie, aber während der Ladebildschirm noch da war, wurde ich festgenommen. Und ja, ich wusste gar nicht, dass man sich festnehmen lassen kann. Also wenn die Polizei kommt und man einfach nichts macht, kann man sich festnehmen lassen. Ist ja auch eigentlich logisch, aber ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Interessant. So, nach dem Unfall einfach ganz normal weiterfahren, als wäre nichts gewesen. Ui. Och, komm schon. Ich habe vorher sogar noch extra abgebremst. Okay, dann nehme ich mir jetzt mal einen anderen Wagen. Vielleicht den hier. Den kann ich vielleicht später. Kommt auf die Mission an, was ich da machen muss. Besser gebrauchen. So, und damit ich jetzt nicht vollkommen verzweifle, später, wie das mit der Zeit aussieht, habe ich mir jetzt mal einen Timer gestellt. Aber ja, Moment, ich muss den nochmal ganz kurz umstellen. Ja, so. Ich habe mir auch ein bisschen verspätet jetzt gerade angestellt. Was gibt's so Neues? Ich habe einen Wagen vor mir, den ich einfach vorwegschiebe. Und den nehme ich, denke ich, einfach mit, oder? Den kann man immer mal gebrauchen und kommt auch an auf die Mission. Dann habe ich direkt noch einen guten Wagen. Ist ja auch praktisch. So. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, wie ich ihn jetzt gut in die Kurven bekomme. Ja, scheiße. Egal, ich biege jetzt hier erstmal rechts ab. So, genau so war das geplant. So fahre ich übrigens auch in echt auf den Straßen. Ich mache im Moment meine Fahrschule und ja, so wurde mir das beigebracht und so fahre ich dann auch mit dem Fahrschulauto. Ist ja nicht mein Auto. Ich hafte ja nicht dafür, macht ja die Fahrschule. Und da fahre ich auch einfach mal auf einem anderen Fahrstreifen oder ja, wenn ich da mal im schweren Fahrzeug fahre, dann schiebe ich auch mal die Wagen vor mir her. Das ist vollkommen normal. Und man muss ja auch sowas üben für Gefahrensituationen oder falls man eine Mission erledigen muss. Ja, und daher kann ich das auch so gut. Hier dieses Auto fahren, einfach weil ich schon in Erfahrung ganz genau weiß, wie das geht. Ja, ein paar Leute nimmt man mal eben mit, aber man weiß einfach, wenn jemand anfängt, irgendwie den Notruf zu rufen, was man dann machen muss. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? So, man muss in die Richtung schießen. So, dann ist die Person nämlich tot und alles ist gut. Es war auch schon mal knapp daran, dass mich die Cops... Oh, danke! Danke für die Gesundheit. So, es war auch schon mal bei mir ganz knapp dran, dass mich die Cops gerufen haben. Da hatte ich leider nicht so eine Handfeuerschrotflinte dabei. Aber ich habe einfach ein Messer gezogen. Dann haben sie schnell den Notruf wieder aufgelegt. Also es ist echt kein Problem. Es ist wirklich wie in Real Life, wenn du Probleme hast. Und ja, da bei uns war auch mal so eine Lagerhalle. Da wollte ich mal mit dem Wagen reinfahren. Da habe ich mir auch sozusagen so ein Hack geben lassen, damit ich alles so verändern kann. Und mit der Fahrschule ist ja auch so, wenn ich möchte, dass ich irgendwo drüber fahren kann, fahre ich entweder über Rot oder verändere einfach was die Ampel. Ist ja kein Problem. So, aber bevor ich jetzt weiter Scheiß erzähle. Wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Ja, in der Story steht da drin, dass ich da rein muss. Okay. Und um das, weil ich irgendwie meine Schwester zurückhaben will. So, jetzt können wir nämlich auch diese Brücke hacken. Wow. Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt... Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich dann. Haha, ich lasse dich aber nicht rein, weil ich vorher die Brücke drehe. So, mal gucken, wie das Ganze endet. Ob die plötzlich irgendwie doch auf dieser Insel ist. Denn eigentlich habe nur ich den Hack und sie kommt da nicht rein. Und ich muss jetzt zu diesen ganzen markierten Punkten... um das Ganze zu aktivieren. Geil, eigentlich so eine einzelne Insel, wo nichts mehr drauf ist, nur ein paar Wagen, die natürlich noch Sprit haben und Schlüssel stecken und so. Ja, als ich mir Fahrschule... hier sind noch mehr Brücken. Moment mal, das ist falsch. Bleib so stehen.
als ich meinen Fahrschulwagen auch mal so ein bisschen simuliert habe, habe ich das auch einfach gemacht. Ich habe so einen stehenden Wagen auf einer einsamen Insel genommen. Ist immer praktisch sowas. Ja, meine Nase, vielleicht hört man es, ist jetzt ein bisschen was zu, weil ich gerade eben niesen musste. Und jetzt ist meine Nase zu, jetzt müsste ich mir eigentlich die Nase putzen. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, hier ist ein Motorrad. Damit kann ich vielleicht coole Stunts machen. Geil. Verdammt, Trey. Tut mir echt leid mit deinem Wagen. Musstest du ihn auseinandernehmen, um einen USB-Stick zu finden? Hast du alle 6 Attrappen gefunden? Dann bist du jetzt da. Okay, wieso komme ich hier nicht hoch? Okay. Wie komme ich da hoch? Ich bringe mich erstmal selber um. Okay. Kann ich hier nicht irgendwie hochspringen oder so? Ist ja kein Weg. Komm, hier hoch. Wie bei Assassin's Creed. Einfach dran festhalten. Kannst du sowas nicht? So. Hä? Wie soll das bitte gehen? Moment mal. F. Teil, war das nicht F, E, R, Y? Ah, Y. Hä? Hat mir jetzt gerade richtig viel geholfen, muss ich mal jetzt echt zugeben. Aha. Da hat gerade irgendwas gezeigt. Aber wie soll ich das hacken? Ah, ich sehe was. Ich muss da rein irgendwie. Hier ist aber alles zu. Was tut man denn da? Was tut man denn da? Ich weiß, was man da tut. Man pausiert die Aufnahme, um sich die Nase zu putzen. Also würde ich mal sagen, ich pausiere mal kurz. Bis gleich. So, wieder da. Für euch war es ja eigentlich so, dass ich nicht weg war. Aber meine Nase scheint wohl immer noch ein bisschen was zu sein. Ich glaube, ich muss in meinem Zimmer jetzt was lüften. Also ich glaube, das hat sich so ein bisschen was... Staub oder sowas, ein bisschen was mehr reingesetzt oder was weiß ich oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hä? Glaubst du nur? Kann ich das nicht hacken? Oder da durchrennen? Okay. Irgendwie muss ich hier durch. Aha, da vorne ist die Kamera, die ich hacken muss. Mit der kann ich diesem Weg folgen bis... Ne, kann ich nicht. Mit der Kamera, die ja natürlich oben alle sind, kann ich das hier machen. Und mit Escape komme ich hier raus. Und dann ist nämlich die Tür hier offen. Wunderbar. Ich kann hier durch. Ich könnte das jetzt sprengen, aber ich vermute mal, dass ich später ein paar Gegner bekomme. Den Lift kann ich jetzt runterfahren. Geile Sache. Und hier kann ich nicht durch. Ich dachte, hier könnte ich drüber. So ein Scheiß aber auch. Egal. Dann muss ich jetzt nach unten wieder irgendwie. Bringt mich das um? Das bringt mich natürlich um. Warum kann er nicht einfach von Häusern springen? In Assassin's Creed kann man auch von Häusern springen. Mann, ey. So eine Scheiße. Aber ich denke, ich werde oben auf dem Dach wieder weggehen. Ansonsten wäre das... Bitte, 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 bitte. So, ist jetzt auch scheißegal. Ich sprinte jetzt rüber. Und mache das Ganze jetzt nochmal in Double Time. Ich rushe jetzt durch. Und drehe die Brücke wieder zurück, damit mir keiner auf die Insel folgen kann, auch wenn das niemand tut. Und dann gehe ich. Ich gehe. Dann gehe, natürlich, gehe meine ich. Ich zurück nach... Komm schon, jetzt... Fällt mir doch nicht. So, zack. Hole ich das Teil runter. Kletter ich rein. Hole ich das Teil wieder hoch. Kletter ich raus. Kletter ich hoch. Oh, guck mal, so schnell wie eben. Schneller als eben, meine ich natürlich. Und von hier aus ist das Teil dann zu. Genau, man sieht's schon. In Kamera 1... In Kamera 2. Entriegeln. Raus aus der Kamera.
Und einmal drumherum laufen. Nicht mit der rechten Maustaste. Einmal sprengen. Oh, guck mal, das sprengen wir sogar. Hätte ich gerade eben sogar machen müssen. So, dann geht's hier runter. Den Lifting kann ich von mir aus da oben lassen. Und dann da drin aktivieren. E. Zack. Nummer 1. Noch 2. Es sind noch 2 Generatoren übrig. Und mit dem Lift geht es dann runter. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blumen so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur, dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Okay, mit dem Motorrad kürze ich jetzt ab. Ich muss irgendwie zurück. Ach, zurück mit dem Motorrad zu fahren ist natürlich das Behindertste, was man machen kann. So, es geht in die Richtung und hier jetzt nach links. Gegen den Baum natürlich, genau so war das geplant. Und den Träger tue ich jetzt mal runter. Hoch, weil dann gehe ich mal in den Träger rein. Und darf ihn wieder hochfahren. Tatsache, das funktioniert. So, jetzt sollte ich mal auch absteigen. Ansonsten mache ich Scheiße. Mhm. Das andere Teil wäre da oben irgendwo. Und ich habe das Gefühl, der Träger hilft mir nicht viel weiter. Wobei, ich kann ja doch rüberspringen, oder? Wow. Hier drauf. Und hier drauf. Oh, oh ja. Guck mal. Boss. Boss. Boss will durch die Tür. Boss kommt nicht durch die Tür. Aber Achtung, Kameraüberwacht steht da. Das heißt, ich muss meine Kamera snacken. Da hinten ist eine. So. Entriegeln. Super. Sicherheitsschloss ist entriegelt. Dann kann ich ja nochmal einmal außen rumlaufen. Wieder rein. Und. Und wo ist es denn? Wieder raus. Wow. Wow, das war genau so geplant. Hä, wo muss ich denn runter? Ah, das muss ich aktivieren. Und das nicht dadurch aktivieren? Traurig. Ja gut, dann gehe ich über diesen wundercoolen Lift hier runter. Dim, 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 dim. Highspeed nach unten, ich spring wieder was. So. Und bitte lass sie offen sein. Ja, end. Nee, E war die Taste. Bam. Ich bin da. Ich bin weg. Ich bin da. Ich bin weg. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte. Was ist eine Hackerkarte? Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite. So. Die Aufnahme ist jetzt aber auch schon vorbei und ich will jetzt aber euch auch nicht so viel in dieser Folge zeigen, denn ich möchte auch, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, wir spielen Watch Dogs auf Deutsch Seehund. Ich glaube, das heißt nicht so auf Deutsch, aber wen juckt es? So, aus Motorrad und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und tschüss. Oh, verdammt.